Willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. Ja, wir gehen mal unsere Zeit absitzen und es geht weiter natürlich und ja, ich nehme nur 15 Minuten auf, weil ich gerade keine Zeit habe, aber das sollte uns nicht weiter stören. Fragt sich, ob wir jetzt noch der Diebesgilde erfolgreich beitreten können, verringert bei. Na gut. Ich würde gern weitergehen. Gehen, so zu Fuß. Ihr seid so schwer belastet? Was habe ich denn jetzt mitgenommen, bitte? Was wird zur Hölle? Wieso bin ich jetzt zu schwer? Warum habe ich nichts an? Okay, warum habe ich keine Klamotten an und so ein Scheiß? Hemd, Hose? Ach, die Sachen kriegt man automatisch, oder was? Kriegt man alles abgenommen, oder was? Verstehe ich nicht. Naja, egal. Gunschild. Alles ein Helm. Ja, okay, wie auch immer, wir sind nicht mehr zu schwer belastet und wir gehen, ich weiß gar nicht, wo lang. Hörst du ja irgendwie immer noch da rein, in dieses, in diesen, im Marktbezirk da irgendwie, in dieses Lagerhaus, aber irgendwie bin ich dazu zu doof. Und die Wache sieht mich ja immer und so und, ach, ich verstehe es nicht. Egal, wir versuchen das jetzt irgendwie noch ein letztes Mal. Eventuell ist es auch schon zu spät, das weiß ich natürlich nicht genau. Euer Pferd befindet sich in einem Stall außerhalb des Stadttores. Ja, das ist sehr nett und gut zu wissen. Vielen, vielen lieben Dank. Okay, da kommt die Wache gerade. Wir speichern hier mal eben schnell. Halt, hier ist das doch gewesen, oder? Eine faire Chance, genau. Vielleicht ist hier irgendwo der Eingang. Oder nicht? Oder doch hier? Zur Hauptzutat. Sieht mich die Wache natürlich. So genau. Scheiße. Was soll ich das denn machen? Egal, schnell gespeichert habe ich. Dann lade ich nochmal schnell. Dann ist die Wache, glaube ich, noch relativ weit weg, ja. Automatisch. Sehr schön. Nach 3 Versuchen schon geschafft. Ich speichere mal eben in der Hoffnung. Neuer Spielstand, dass jetzt die Wache hier nicht reinkommt. Ich muss mal meine Stiefel ausziehen, glaube ich. Habe ich auch welche an? Ich ziehe mal eben leichte Rüstung an. Das Schild lege ich auch ab. Oh, gleich viel leiser. Aber die Frage ist, warum? Haltet auf der Stelle ein, Abschaum. Niemand bricht das Gesetz während meiner Wache. Ich konfisziere eure gestohlene Ware. Zahlt jetzt eure Strafe oder ab ins Gefängnis. Don't check this mission, Leute. Dann zahl... Check ich nicht. Okay, dann eben nicht. Verstehe ich trotzdem nicht. Aber das ist das Richtige. Moment! Hä? Hä? Wohin zeigt denn jetzt die rote Nadel? Bin ich jetzt ganz dumm? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Egal, ich gehe einfach mal zur roten Nadel. Mal gucken, wo die zum Teufel hinführt. Okay. Also ich meine, das letzte Mal hat es doch den Laden gezeigt. Ich weiß natürlich nicht, welche Mission gerade angewählt ist. Kann ich nur nachgucken. Was ist denn... Was zum Teufel? Ja, Karte. Da. Es wird doch wohl da. Verdammt! Okay, ja, Leute, ich vergeude gerade unsere 15 Minuten, ich weiß. Aber, kann nichts dafür. Ja, also es ist doch da, das ist wahrscheinlich doch genau der Laden, das ist genau doch. Hier ist ein Friedhof. Oh, fällt mir jetzt das auf. Mein Gott, bin ich im letzten Merker heute.
Warum komme ich da nur so krüppelig hoch? Hey, wieso geht der automatisch? Wieso geht der automatisch rückwärts? Ich drücke gerade keine Taste. What the fuck? Wieso geht der automatisch nach rechts? Ist jetzt kaputt. Fail? Immer noch. Guck mal, der geht automatisch nach rechts. Hallo, hör auf. Hör auf, nach rechts zu gehen. Recht. Hör auf nach... Hör auf nach... Hallo. Hörst du mal bitte auf, nach rechts zu gehen? Was zum... Leute. Was ist denn jetzt kaputt? Jetzt habe ich das Spiel ganz kaputt gemacht. Jetzt hör auf, nach rechts zu gehen! Oh Gott, jetzt muss ich gegenlenken hier. Hui. Okay. Es ist dieses Gebäude hier und da komme ich nicht rein. Und das bedeutet... Ja, verkackt. Alter! Guck mal, hört nicht auf, nach rechts zu gehen! Jetzt lass den Scheiß! Ach, fuck it up, ey. Geht mir das... Ey, hier. Nee, ab nach rechts. Oder noch nicht. Wir schlafen eine Runde. Wenn wir es schaffen, durch die Tür zu gehen. Ich habe jetzt keine Lust, das Spiel neu zu starten. Wie gesagt, ich habe nur eine Viertelstunde Zeit. Gerade. Weil ich echt gerade unter Strom stehe hier. Und da völlig im Strom. Das ist nicht euer Ernst, dass ich wieder bezahlen muss. Oh, zum Kotzen. Zum Kotzen. Alter. Hey, geh hier auf, nach rechts zu gehen. Bett. Ich habe ein Bett frei, 20 nehmen. Seht euch. Hey, der läuft immer noch. Na gut, ich glaube, ich werde das Spiel dann doch leider jetzt gleich neu starten, weil das ist doch zum Kotzen. Geht mir gerade ein bisschen auf den Nerv. Ich möchte 5 Stunden schlafen. Warum habe ich eigentlich nicht auf einfach auf Warten gemacht? Das ist halt irgendwie dämlich. Ich habe 20 Gold verloren für nix. Ach, egal. Okay. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Wisst ihr was? Ich probiere mal eben was. Da kommt man ja immer noch nicht rein. Jeder braucht den Rappenkurier. Boah, Alter! Schnell speichern. Wir sehen uns gleich wieder. Juhu! Wir gehen endlich nicht mehr nur geradeaus. Nur nach rechts, meine ich. So, ja, da das hier anscheinend nicht funktioniert, es tut mir leid, Leute. Wieso? Was ist denn? Es war doch gerade weg! Warum? Was zum Verkacken? Was zum... Leute! Woran liegt's? Was habe ich jetzt gemacht? Oh, ich hab die Konsole geöffnet. Entschuldigung, wollte ich nicht. Option, was zum Teufel? Linker Stick bewegen, was? Oh Scheiße, ich weiß, was los ist. Ich befürchte, ich weiß, was los ist. Moment. Ja, ich hatte recht. Ah, wie affig. Wie geil. Ich habe meinen Controller noch angeschlossen wegen Lego-Futtergerät und der liegt hier in der Kiste und der Stick ist nach rechts gerade. Was ist denn jetzt los? Hallo? Jetzt kann ich aber kaum noch gehen. Wieso kann ich jetzt noch kaum noch gehen? Hallo? Da geht er immer noch. Was ist denn jetzt kaputt? Wieso ist er jetzt so slow-mo-mäßig drauf? Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Okay, also ganz eindeutig muss ich jetzt gerade mit dem Gamepad weiter. Verstehe ich nicht. Oder auch nicht, oder doch?
kann ich jetzt irgendwie wieder normal rennen. Aber irgendwie komme ich mir so langsam vor. Oder bilde ich mir das jetzt nur ein? Doch, irgendwie komme ich mir langsam vor. Da bilde ich mir das ein oder bin ich... Scheiß Gamepad! Scheiß Gamepad! Ja? Ja, hi. Ich würde gerne was reparieren. Können ja nicht mit kaputter Ausrüstung in den Kampf gehen. Alles reparieren. Ja. Fertig. Handeln. Rüstung? Waffen? Ich habe, was euer Herz begehrt. Wie kann ich... Ja. Ein Gut? Ja. 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 Ein gutes Geschäft. Ja. 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 Gut. Kommt wieder und... Kauft bei mir ein. Ja, vielleicht irgendwann mal später. Hier. Okay. Nach diesem ganzen beschissenen Zeug haben wir auch schon wieder nicht mehr allzu viel Zeit. Ist das zum Katzen? Ist sich herausgefunden, was da los ist. Egal. Arena. Ja, Leute, ich werde die Diebesgilde nicht machen. Grund? Für den Arsch. Verbuggt. Weiß ich nicht. Zum Kotzen. Ich kann's... Ich hab die Videos ja noch nicht hochgeladen. Aber Pfeil befindet sich... Ja, das weiß ich. Das musst du mir nicht jedes Mal sagen. Tust du aber wahrscheinlich jetzt. Ich sehe es schon kommen. Egal. Also, hoppala. Ich hab die ja noch keine Tipps lesen können, wegen... weil ich halt... die Videos noch gar nicht hochgeladen habe. Hör zu, der nächste Kampf ist ein Skandal, aber ich kann nichts dagegen tun. Ihr habt diesmal gleich 3 Gegner und ihr müsst sie alle schlagen. Was? Sie sind argonische Gefangene, die aus Schwarzmarsch hierher geholt wurden. Und ihnen wurde erklärt, dass sie euch nur töten müssen, um frei zu sein. Ich weiß nicht, welche Verbrechen sie begangen haben, aber hier geht es um euer Leben gegen ihre Freiheit. Die Wahl sollte wohl klar sein. Los jetzt und passt auf euch auf. Willst du mich verarschen? Sonst noch irgendwelche extra Wünsche oder was? Das Claymore kann ich mal mitnehmen. Wie soll ich das denn bitte machen? Hier, Wildschwein, Camp an meiner Seite. Let's fight. Uschi, komm raus da. Ich will mit dir kämpfen. Hatte ich irgendwann gesagt, dass man später das Wildschwein noch irgendwas mitmacht oder so? Uschi, mach keinen Quatsch, komm raus da. Scheiße. Okay. Ohne Uschi geht's nur. Jetzt los. Das Schlachthaus unter der Arena trägt seinen Namen wegen... Ich kann so schnell nicht lesen. Fuck. Seid willkommen in der Arena. Fuck. Team hat mit einem geschickten Schachzug Kämpfer durch 3 argonische Gefangene ersetzt. Das verspricht interessant zu werden. Ja. 3-1, total spannend. Und vor allem total fair. Halt, stopp. Mir fällt gerade was auf. Ich hätte gerne... einmal Adrenalinrausch. Und jetzt natürlich wieder leichte Wunden heilen. Vielen Dank. Wie zum Kotzen ist das denn hier? Aber die haben irgendwie auch teilweise nur Fäuste, ne? Konzentriere ich mich erstmal auf den da. Komm her. Ich wärme mich gerade erst auf, du Erwärmer. Fang mal an aufzuwärmen hier. Das war aber knapp. Steht fest. Jubelt den Kämpfer des blauen Teams. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Ja, vor allen Dingen knapp seid ihr nur dem Tod entronnen, aber scheiß drauf. Wir haben es immerhin geschafft, also. Ja, bitte. Danke.
Vielen lieben Dank. So, jetzt schauen wir mal eben hier rein und... Das gelbe Team hat mich mit diesem Kampf überrascht. 3 gegen 1. Ich schätze, sie wussten nicht, mit wem sie sich da einlassen, hä? Gute Arbeit. Jo. Ihr werdet wohl nicht aufhören, bis ihr endlich Meister seid, oder? Na gut, das blaue Team braucht so viel Ruhm, wie es kriegen kann. Nein, danke. Jetzt gerade nicht, denn wir machen hier schon wieder Schluss. Wir sehen uns hier nächstes Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos. Euer Hedi.